Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt. Mit dem Thomas Campagno und der Andrea Meier. Ich bin Amy und das ist mein Zukunftstag. Das ist einer der best ausgebauten Wanderwege in der ganzen Schweiz. Meine Passagiere da hinten, wenn schon los, sie haben kalt, ist früh am Morgen. Wir laufen dann nämlich auf einem alten Bahntrassee, wo die Gleise weg sind, aber als Wanderweg ist es hervorragend. Tutut! Amy, die heute den Zukunftstag mit uns verbringt, hat eine grosse Aufgabe. Sie hilft heute mit, die Wanderung filmisch und fotografisch festzuhalten. Zuerst führt unsere Wanderung zu einer Käseproduzentin. Jacqueline Toscano produziert einen ganz besonderen Bio-Formagella, aber auch Joghurt. Ihr Wissen hat sie nicht nur von der Schweiz, sondern auch von Italien. Das Käse, das merkt man schnell, ist für sie Leidenschaft und Kunst in einem. Käseproduzentin ist ein grosses Wort. Für mich ist es, wie wenn ich jeden Tag ein anderes Bild zeichnen würde. Für mich ist etwas, das lebt und jeden Tag ist es anders und man muss Freude haben, um das von der Milch auf ein Produkt, ein Endprodukt zu kommen. Ganz fein. Gut gestärkt und mit einem feinen Gou im Maul laufen wir Richtung Suazza. Dort besuchen wir eine der grössten Festungen der Schweiz, die Burganlage Castello di Mesocco. Von dort oben hat man einen wunderbaren Blick ins Tal, das Valle Mesolcina. Und Amy hat hier ihren ersten fotografischen und filmischen Einsatz. Der klingt ihr richtig gut. Und wenn man mal auf den Geschmack kommt mit dem Fotografieren, dann ist man nicht mehr zu halten. Wir erreichen Suazza und besuchen dort gerade nochmal eine Attraktion, die katholische Pfarrkirche San Martino, die auf einem Hügel über dem Dorf und der Leventina thront. In ihrem Inneren hat sie gut gehütete Kunstwerke, die wir heute aber nicht anschauen können. Die Türen sind verschlossen. Macht nichts, es gibt auch von außen noch viel zu bestaunen. Das ist die Kirche St. Martin. Sie ist als erstes Mal im 13. Jahrhundert erwähnt worden und sie gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt durch einen nicht offiziellen Wanderweg, nämlich durch einen Tunnel, und du tust uns mit der Taschenlampe leuchten. Wir sind wieder auf dem Bahntrassee und laufen Richtung Gabbiolo. Das ist der grosszügigste Wandertunnel, den ich je durchgelaufen bin. Es ist auch ein wasserreicher Wanderweg, der uns schon gleich vom Bahntrassee weg zu der Moesa runterführt. Eine ganz lange Strecke haben wir das fröhliche Gurgeln und das Rauschen von dem Fluss im Ohr. Das ist die Moesa. Sie ist 47 km lang. Und sie entspringt beim San Bernardino und fließt in Ticino. Unsere Wanderstrecke ist eine, die man in der Deutschschweiz noch nicht so kennt, aber lohnenswert ist. Auch Amy entdeckt mit der Fotokamera viele schöne Motive und eine unverwechselbare Landschaft und Farbenwelt. Thank you.
Gabiolo treffen wir auf eine unerwartete Attraktion, die nicht in unserer Agenda vermerkt, aber ein super Film- und Fotomotiv für die Amy ist. Ja, aus lichttechnischen Gründen können wir jetzt leider nur die Hinterseite von dem Elefanten aufnehmen. Unser nächstes Etappenziel ist L'Ostello. Neben den Kastanienwäldern freuen wir uns auch über das frische Trinkwasser von hübschen Brunnenmodellen. Es ist gut, das Misoxerwasser. Unser Etappenziel ist erreicht. Wir sind in Gama, wo wir noch dürfen die berühmte Grotte anschauen, die bis heute von vielen Bauern und Bewohnern als Vorratskammer genutzt werden. Nie reifen die Käse so gut und werden mit einer so besonderen Note versehen wie in diesen Grotten. Ein herbstliches Abschlussbild vor der Grotte darf darum natürlich auch nicht fehlen, bevor es wieder auf den Heimweg geht.